Wie viel darf ein Implantat kosten? Das ist das Thema des heutigen Videos. Mein Name ist Dr. Annette Jasper, ich heiße dich herzlich willkommen. Ja, bei Implantaten gibt es große Unterschiede, auch in den Preisen, natürlich. Schau mal, hier habe ich so ein, das nehme ich jetzt mal weg, das Implantat, nur ein Titanimplantat, ohne Aufbau. Aufbau kommt mal zur Seite und das wäre ein Keramikimplantat. Übrigens, bitte achte nicht auf die Größe. Und natürlich sind das Modelle. So groß sind die Implantate ja nicht wirklich. Aber ich habe bei mir in der Praxis Titanimplantate. Da kostet das Implantat selbst, also diese Schraube, 260 Euro oder 240 Euro. Und dann habe ich Keramikimplantate, da kostet das Implantat fast 500 Euro. Also allein an Materialkosten. Dann kommt es darauf an, was ist zu tun bei der Implantation. Hat der Zahnarzt einfach nur das Implantat reinzusetzen in den Kieferknochen oder hat er vielleicht auch noch einen Aufbau zu machen, den Kieferknochen zu modellieren, einen Knochenaufbau zu machen, eine Kieferhöhlenoperation zu machen? Ja, was ist genau zu tun? Und das sind aber alles wichtige Dinge, die Einfluss auf den Preis haben. Und aus dem Grund kann es sein, dass du für ein Implantat mal 900 und mal 2000 Euro bezahlst. Ja, also meistens bewegt man sich da so in dem Bereich zwischen 1200 und 1500, aber es kommt wirklich auf den Einzelfall drauf an. Und bitte achte auf solche Dinge auch, wenn du vergleichst. Ja, wenn du zu einem Zahnarzt gehst, der dir einen wirklich niedrigen Preis vorschlägt, dann kann es sein, dass der ein Implantatsystem verwendet, welches es in 10 Jahren nicht mehr gibt oder welches es morgen schon gar nicht mehr gibt, wenn er die Restposten aufgekauft hat, möglicherweise vielleicht sogar auch noch aus dem Ausland. Und damit will ich nicht sagen, dass ausländische Implantate alle per se schlecht sind, überhaupt nicht, sondern ich will dich darauf aufmerksam machen, dass man immer diese Schrauben wirklich billig einkaufen kann. Ja, also so wie ich gesagt habe, dieses Keramikimplantat hier kostet fast 500 Euro. Das ist wirklich ein stolzer Preis. Aber dieses ist jetzt hier gerade von einer Firma, wo ich weiß, dass jedes Implantat massiv hygieneprüft ist. Es handelt sich wirklich um reinstes Zirkon. Ich habe verschiedene Aufsätze, die ich draufsetzen kann. Und das ist wirklich eine Firma, wo ich mir sicher bin, die gibt es in 20 Jahren auch noch. Und das ist wichtig, denn stell dir vor, wenn ich in 20 Jahren, ich nehme jetzt mal der Einfachheit halber, dieses Titanimplantat, diesen Aufbau hier verändern möchte, ersetzen möchte. Also dieses Implantat ist ja im Knochen und diesen Aufbau möchte ich verändern. Dann muss ich ja noch die Instrumente haben. Ich muss die Ersatzteile quasi noch bekommen können auf dem Markt. Habe ich aber irgendwann mal so Restposten aufgekauft, um dir einen günstigen Preis anzubieten und es gibt diese Ersatzteile nicht mehr, dann ist wirklich blöd, gelinde gesagt. Ja, also dann ist wirklich blöd, weil dann kann ich hier die Krone, die kaputt gegangen ist oder wenn ich das Implantat als einen Brückenanker dann verwenden möchte, kann ich nicht machen. Ja, oder muss dann wirklich mit ganz umständlichen Dingen arbeiten, die dann letztlich auch viel, viel teurer sind. Also insofern, bitte, wenn du schon Preise vergleichst, dann schau ganz genau hin, wer dir was für einen Preis anbietet. Und meistens ist es günstiger, den etwas teureren Preis zu nehmen, als einen viel, viel zu günstigen Preis, der dich sozusagen einfangen wollte. Und dann am Ende der Operation zahlst du doch mehr oder halt eben in ein paar Jahren. Also, ja, das ist zu den Implantatpreisen zu sagen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann gib dem Video bitte ein Like, wäre super. Teile das sehr, sehr gerne mit deinen Freunden und Bekannten und abonniere diesen Kanal, wenn du das möchtest, wenn du die Informationen interessant für dich findest. Wenn du ganz für dich individuell eine Beratung dir wünscht und nicht nach München kommen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, mich in meiner Online-Sprechstunde zu besuchen. Den Link dazu findest du unter dem Video.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.